Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Shulk hält das Monado entschlossen in der Hand. Jetzt ist keine Zeit nachzudenken. Schnell zum Wohnviertel, wo Fiora ist. Ja, und genau das machen wir. Mit unserem neuen Monado-Schwert. Was heißt neues Monado-Schwert? Also, neu ist es natürlich nicht. Aber für Shulk ist es erst einmal neu. So. Ja, die Monado-Fähigkeiten, die sind tatsächlich ganz nützlich. Zum Beispiel diese Verzauberung. Ermöglicht allen Waffen Mekon zu treffen. Ja, damit kann ich halt meine Teamkollegen buffen. Ja, das ist schon sehr, sehr praktisch. Da gehen die Kämpfe hier auch schneller. Gerade wenn Dunban mit angreifen kann, ist es schon sehr, 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 sehr nützlich. Ich habe das Gefühl, ich werde auf jeden Fall auch besser in diesem Angriffsruf am Anfang. Also ich treffe das des Öfteren mal mit dem B-Knopf. Nicht immer, aber es ist schon, ja, schon häufiger geworden insgesamt. Ja, die machen wir jetzt auch noch fertig hier. Diese 6-3er, die sind ja nicht ganz so schlimm. Also die gehen eigentlich klar. Diese ganz großen, die sind schwierig. Also da hinten sehen wir ja auch schon einen. Ich denke mal, wir werden gleich gegen einen etwas größeren kämpfen müssen noch. Bevor wir dann wirklich zurück zur Kolonie gehen. Nice! Das war's mit den Kämpfen. Ja, aber leider immer nur so kleine Schatztruhen. Ich hätte gerne mal wieder so große, beziehungsweise so Rare-Schatztruhen. Vielleicht droppt der 82er hier ja eine. Nice, das war's. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr auf die Positionierung auch achten, meine Angriffe. Ihr habt gerade schon gesehen, ich bin so ein bisschen um die Figur rumgelaufen, beziehungsweise um diesen Mekon rumgelaufen. Damit die Attacke natürlich auch mehr Schaden macht, beziehungsweise damit die Attacken mehr Schaden machen. So, und da vorne geht's auch schon weiter, da haben wir den nächsten Zielpunkt. Wow! Ist massiv! That Mekon, it has a face! That don't mean nothing! That's right! Not when we have the Monado! Eisengesicht. Ja, ich habe doch das letzte Mal noch gesagt, dass es wahrscheinlich ein Bossgegner ist. Der sah schon so nach Bossgegner aus. Also war klar, dass da irgendwas passiert. Tja, aber irgendwie machen wir nicht so wirklich Schaden gegen den, ne? Ha. Was ist denn los? Wir machen gar keinen Schaden gegen den, auch nicht mit dem Monado. The Monado, it's not working. Oi, what do you mean? How can that be? The Monado should cut through Mekon with ease. What is that light? Other Mekon don't have that. Could that light be why the Monado has no effect? Shulk, Ryan, get down! Stay back! I'll take it from here. No! You can't take anymore! Just Fiora, get back! I won't let you hurt any more people. We will save Colony 9! Yeah.
Fiora! Alter Schwede! Wieso Fiora? Nein! Okay, den müssen wir definitiv erstmal fertig machen. Gesicht Mekon umwerfen. Monado-Angriffe wirken nicht auf Mekon mit einem Gesicht. Versuche sie ins Schwanken zu bringen und dann umzuwerfen, um ihnen anschließend Schaden zufügen zu können. Gegner durch Angriffskette ins Schwanken bringen. Durch normale Angriffstechniken lassen sich große Gegner nur schwer ins Schwanken bringen. Verwende in einer Angriffskette Techniken mit entsprechendem Zusatzeffekt und der Gegner wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Schwanken geraten. Okay, wir müssen gucken, dass wir so eine Attack Chain hinbekommen. Die ist auch gleich aufgeladen, die Kette. So. Okay, was bringt denn hier zum Schwanken? Das bringt zum Schwanken. Das hier auch. Nee, das wirft um. Ah, das lässt schwanken. Okay. Und? Ich glaube, er ist umgeworfen. Jo, er ist umgeworfen. Fiora. Ah, oh, the breeze feels so good. Yeah. I'd forgotten what it feels like. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Hey. Have you been to see Dunban? Yeah. I just can't do it. You got more guts than me. Not at all. It was him that consoled me. Oh. I guess that's the type of guy he is. Yeah.
even without the Monado. He's the strongest person I know. Shulk, how are you holding up? I'm fine, but you... I will shed no tears. Huh? A year ago, I felt the same sense of deep loss that I do now. The Battle of Sword Valley. After that battle, many of my friends did not make it home. While I was being brought here on that stretcher, they were all I thought about. But I decided I would not cry. Everyone who died in that war had something they wanted to protect. Family, friends, loved ones, their home. So they fought to protect them. And we won. No matter how painful, no matter how hard, it's nothing to be sad about. I decided that there and then. Dumban. Shulk, Fiora would tell you the same thing. She wanted to protect us. Or rather, she wanted to protect you. And you're alive now. So, I will not cry. Okay. Remember the gift of life that Fiora gave you, and treasure it. I can't say that I understand, but I hope to, someday. That is all I ask. Believe me, I'm always just trying to understand. Treasure the gift of life that Fiora gave you. He's one of a kind, that Dunban. I've made a decision. Huh? My purpose in life. I will pursue that faced Mekon. Shulk. They attacked our colony. Killed Fiora. I will find that Mekon. Find it and destroy it. Destroy them all. What are you laughing at? Sorry. It's just a bit weird. I never thought you'd be the one to say it. So you agree? Of course, man. I'm just surprised you came out with it first. You thought I'd try and talk you out of it. That's not what Fiora would want. That sound right? Yeah. Something like that. I thought you'd give me a hard time. In my head, there are two versions of me. One of them is saying that. It's telling me, listen to what Dunban said. What about the other one? It keeps shouting, make them pay. Destroy every single one of them. And it won't stop getting louder. That doesn't sound like you. Sure, it ain't my voice in there. Might be. It's a bit of a loudmouth. There you go then. So, when are we heading off? Right now. Perfect. Right then. Yeah. After yourselves, boys. As soon as this heals, I'll be right behind you. And then we will seize our destiny. Together. Thank you.
Oh. It's all very well going after that metal-faced Mekon, but shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left? Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mekon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mekon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tephra Cave. Then we should arrive at the Bionis Knee. Yeah. And if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. Und so beginnt also unsere Reise nach Kolonie 6. Juwelen schmieden. Im Ätherofen von Kolonie 9 können Ätherjuwelen geschmiedet werden. Sprich mit dem Juwelenonkel im Geschäftsviertel. Ja, was für eine heftige Storywendung. Also Fiora ist gestorben an dem Mekon-Angriff auf Kolonie 9. Und Shulk und Ryan haben es sich jetzt zur Lebensaufgabe gemacht, den mysteriösen Mekon mit dem Gesicht zu jagen. Ja, und das ist jetzt tatsächlich gerade so unser Antrieb eigentlich in der Geschichte. Bevor wir aber weitergehen, machen wir einmal bei den Händlern hier vorbei und machen mal so ein bisschen Subquesting vielleicht. Also, der Händler. Können wir denn irgendwas Schönes kaufen für unsere Leute? Acrylramme. Also irgendwelche Waffen, die hier Ryan besser machen würden? Nein. Schildwächter. Ach so, die steigert ein bisschen die Verteidigung. Oder das Schwert steigert ein bisschen die Verteidigung. Ah. Ich glaube, das nehme ich sogar mit. So, dann. Wir gucken jetzt erstmal in die Ausrüstung für Ryan. Also Ryan soll so ein bisschen tanken. Der soll ein bisschen mehr aushalten. Das heißt, da gehen wir mal komplett auf Def. Empirischer Helm. Empireischer Helm. Können wir ihm auch mal mitnehmen. Kampfrüstung, Regnersrüstung. Bikini kann er nicht tragen, komisch. Also diese Regnersrüstung hier, die ist auch ziemlich gut. Ansonsten, Moment. Empirische Stulpen, die sind auch noch ganz vernünftig. Ich denke mal, dieses ganze empirische Set, ob ich das richtig ausspreche, empyreisch, das ist, glaube ich, ziemlich gut, so zum Deffen. Das können wir ja erst einmal ausrüsten. Dann ist wenigstens Ryan schon mal so ein bisschen equipped. So. Leichtramme, da packen wir jetzt mal diesen Schildwächter rein, genau. Oh, die sieht ja auch beeindruckend aus. Hat wirklich so ein bisschen was von einem Schild, die Waffe. So, dann packen wir hier diesen Helm hin. Oh, alter Schwede. Krass, der sieht ja richtig cool aus. Diese Regnersrüstung. Irische Stulpen. Ja, ist eine gute Idee, hier einmal ein bisschen die Ausrüstung zu wechseln. Okay. Also damit bin ich ganz zufrieden. Dann schauen wir mal einmal bei Schulk noch rein. Ja, einen Helm könnten wir ihm theoretisch aufsetzen. Ein paar Warnschmuck. Machen wir jetzt auch einfach mal. Wie sieht es denn hier mit der Rüstung aus? Mittlere Rüstung. Ja, auch ein bisschen mehr Schutz. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Karawanenstulpen machen ihn hier auch besser. Okay, ansonsten, die anderen Sachen sind jetzt anscheinend nicht so gut. Genau. So, wenigstens mal so ein bisschen die Ausrüstung hier geändert. Den Rest können wir eigentlich mal verkaufen, würde ich sagen. So. Okay.
Kann man einfach L gedrückt halten, dann verkauft er alles, was nicht ausgerüstet ist. Und dann haben wir wieder so ein bisschen Geld auf der Kante. Und mit dem Geld, was wir jetzt bekommen... Ach, die hätte ich nicht... Moment. Die Materialien sollte ich vielleicht nicht verkaufen. Mit dem Geld, was wir bekommen haben, können wir ja so ein bisschen schauen, dass wir Schulk vielleicht noch ein bisschen ausrüsten. Ja, Waffen braucht Schulk logischerweise nicht. Da haben wir das Monado. Prototyp-Helm wäre zum Beispiel was. Aber der kostet 8000. Da haben wir nicht genug Geld für. Kampfrüstung. Ja, diese Regnersrüstung, ich glaube, die kaufe ich ihm auch. Dieser Kürass wäre natürlich noch geiler. Aber da bräuchte ich noch ein bisschen mehr Geld. Können wir denn gar nichts anderes verkaufen mehr? Vielleicht verkaufen wir doch mal irgendwelche Materialien. Haben wir irgendwelche wertvollen Sachen? Ja. Wir verkaufen mal diese Blattgeheimnisse hier. Zumindest zwei davon. Normalerweise sollte man eigentlich keine Materialien verkaufen, glaube ich, weil, ja. Weil man logischerweise die zum Craften und so weiter benutzen kann. Aber ich mache das jetzt ausnahmsweise mal einfach, damit Schulk eine bessere Rüstung hat. Ich darf nicht mal Schalk sagen. Einfach damit Schulk eine bessere Rüstung hat. Weil der hat so eine ganz, ganz schlechte noch. Ja, 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 das sieht schon ein bisschen beeindruckender aus als vorher. So, wir gehen noch einmal beim Juwelenonkel vorbei. Würde ich sagen. Der war, glaube ich, da vorne irgendwo. Ah, da hinten steht er auch. Und dann gucken wir mal einmal, was dieser Ofen jetzt hier so kann. So, und? Kann ich jetzt damit interagieren? Die Herstellung eines Juwels. Wähle die Materialien, die im Ätherofen geschmolzen werden sollen. Es können nur Kristalle vom gleichen Rang zusammengeschmolzen werden. Die Umwandlung von Ätherkristallen in Juwelen wird als Schmieden bezeichnet. Ein Juwel entsteht, sobald die Reinheit einer Substanz 100% überschreitet. Wirf mehrere Kristalle mit der gleichen Substanz in den Ätherofen, um die Reinheit dieser Substanz zu steigern. Der Einwurf endet, sobald die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt oder 8 Kristalle ausgewählt wurden. An Schmiedevorgang nehmen stets zwei Gruppenmitglieder teil, ein Werfer und ein Techniker. Nach der Auswahl werden die Fähigkeiten jedes Gruppenmitglieds angezeigt. Der Harmoniewert zwischen Werfer und Techniker bestimmt, wie oft geschmiedet werden kann. Okay. Haben wir noch spezielle Fähigkeiten. Der Werfer feuert während des Schmiedens nach. Bei jedem Schmiedevorgang werden die Fähigkeiten der beteiligten Gruppenmitglieder aktiviert. Die Qualität der geschmiedeten Items hängt von den jeweiligen Fähigkeiten der beiden Gruppenmitglieder ab. Die Fähigkeiten des Technikers bestimmt die Stärke der Flamme. Okay, und dann haben wir noch Juwelen und Zylinder. Wenn die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt, formt sich ein Ätherjuwel. Restsubstanzen, deren Reinheit nicht über 100% hinauskommt, werden zu Zylindern. Und Zylinder können dann wiederum neu eingeschmolzen werden. Probieren wir das einfach mal aus. Also wir machen jetzt hier mal... Achso, die Reinheit ist schon bei über 100%. Okay. Ja, einmal hier die Position switchen. Bei roter Flamme Experte. So. Rote Flamme normal. Ne, machen wir mal Ryan als Techniker, weil er ja hier als Experte angegeben ist. Und dann haben wir Kampfesmut. Das craften wir jetzt einfach mal. I got it. To you, to me. Nice one. To you. There we go. To you, to me. Awesome. Nice. Ja, wir gucken uns das jetzt einmal an. Später kann man das auch vorspulen. Und das war's. Wir haben ein Juwel geschmiedet. Sehr schön. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, das Juwel. Genau, wir haben ja einen Sockel hier in dem Monado. Erhöht zu Kampfbeginn den Mut der Gruppe um 5. Ja, unser erstes selbstgeschmiedetes Juwel. Und liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht bei Xenoblade Chronicles. Euer Huxel, ciao.